Hallo Leute draußen, hier ist der einsame Wanderer, oder sollte ich besser sagen, und täglich grüßt das Murmeltier. Was ist denn hier schon wieder passiert? Neben den ganzen anderen Gewalttaten, die ich noch gesehen habe, die ich jetzt aber nicht besprechen werde. Gewalteskalation in Magdeburg. Jugendliche prügeln Mann 33 tot. Was ist denn hier schon wieder passiert und was ist mit Jugendlichen? Schreckliche Gewalt in Magdeburg. Eine Gruppe von Jugendlichen hat im Stadtteil Neu-Olfenstedt einen Mann, 33, mein Gott, so jung noch, bei einer brutalen Auseinandersetzung so schwer verletzt, dass das Opfer in der Nacht zum Mittwoch an seinen schweren Verletzungen gestorben ist. Laut Polizei fand die Auseinandersetzung aus noch unbekannter Ursache bereits in der Nacht zu Freitag gegen 1.15 Uhr statt. Die beiden Männer waren laut Polizei im Scharnhorstring, Ecke Bruno-Tautring unterwegs, als sie vor einem Kiosk und vermittelt von einer Personengruppe angegriffen wurden. Da ist er wieder, der Kiosk, ne? Nach Bildinformationen handelt es sich bei den Tätern um zwei 14-Jährigen und einen 16-jährigen Jugendlichen. Mein Gott! Ja? Wieder quasi noch halbe Kinder. Wahnsinn! Die beiden attackierten Männer konnten zuletzt noch fliehen und die Rettungskräfte rufen. Beide mussten aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. In der Klinik stellten Ärzte bei dem 33-Jährigen lebensbedrohliche Verletzungen fest. Er wurde noch in der Nacht notoperiert und ist nun 4 Tage nach dem brutalen Angriff doch verstorben. Meine Güte, ey. Also, da steht jetzt auch nichts mit Waffen und so. Offensichtlich brutale Gewalt, also wahrscheinlich totgeprügelt. Einfach so. Die Polizei ermittelte daraufhin wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Naja, es ist auch ein gelungenes, ne? Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären. Die drei Tatverdächtigen sind seit der Tat bereits mehrfach vernommen worden. Gegen einen der drei Tatverdächtigen stellt die Polizei einen Haftantrag. Der jedoch wurde vom Haftrichter abgelehnt. Okay. Warum? Okay, in dubio pro reo könnte man ja sagen. Bloß, wir haben gerade gesehen, das ist ja nicht mehr selbstverständlich in unserem Rechtssystem, siehe Höcke, ne? Da ist ein dubio pro reo dann doch nicht. Laut Bildinformationen konnten bei Durchsuchung der Wohnung der Täter verfahrensrelevante Beweise gesichert werden. So soll unter anderem auch ein Video Bestandteil der Ermittlungen sein. Zum derzeitigen Ermittlungsstand gehen wir davon aus, dass keine Stiche oder Schusswaffen zum Einsatz gekommen sind, sagte eine Polizeisprecherin zu Bild. Heißt das, die haben die totgeschlagen oder was? Und, wer sind die Typen? Wie sehen die aus? Wie heißen die? Brauchen wir Vornamen? Nein, wir brauchen keine Vornamen, nicht wahr? Was sind die Gründe dafür? Wie ist es genau passiert? Warum sind die nicht im Knast? Ich komme mir vor, so, ne, also vielleicht guckt euch mal die Videos der letzten Wochen an. Ich komme mir vor, ich bin in einer Dauerschleife hier irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich erzähle immer das Gleiche, ja? Also irgendwie, nur die Städte ändern sich, aber das Prinzip bleibt irgendwie immer gleich. Irgendwelche Jugendlichen, und das inzwischen der Standardfall, bringen irgendwelche Leute willkürlich um. Und eins wird es wohl nicht gewesen sein. Das wird wohl nicht die Reichsbürger-Nazi-Bagage gewesen sein. Wenn das so gewesen wäre, dann würden wir es hier lesen. Und vom Braunen Osten etc. Da bin ich mir ganz sicher. Wenn hier also wieder über Jugendliche geredet wird, ohne in irgendeiner Form irgendwas zu thematisieren, dann habe ich schon wieder Bauchschmerzen. Wir werden uns mal anschauen, ob es eventuell vielleicht noch ein paar mehr Infos gibt. Ich habe wenig Hoffnung, aber wir gehen mal auf News und schauen mal, ob der Fall da auch schon aufgepoppt ist. Ich meine, man könnte jetzt ja wieder schon spekulieren. Nur böse Menschen würden das tun. Ich würde das nie tun. Ich habe ja eh einen Hetzer-Kanal, wird mir immer wieder gesagt. Ne? Ich bin voll der Hetzer. Von daher werde ich das natürlich nicht tun hier. Aber die Gedanken sind ja frei. So, wollen wir mal gucken, ob News noch was schreibt dazu. Ich meine, bei Fokus brauche ich gar nicht gucken. Die verschweigen eigentlich Hintergründe, was zum Beispiel Nationalität angeht, immer. Gucken wir mal. Man sticht wahllos auf Passanten, ein Verdächtiger festgenommen. Ja, kleiner Messer-Amok im Ausland, ne, in der Schweiz. So, das läuft auch noch so nebenbei. Hier, da ist es. Magdeburg-Jugendliche verprügeln zwei Männer, 39, 33, eine verstirbt im Krankenhaus. So, haben wir hier mehr? Die beziehen sich auf die Bild. Tja, nee, steht auch nicht mehr drin. Also wir wissen, wie üblich, dass wir nichts wissen. Und dass man uns nichts erzählt, aber wir können uns anscheinend nicht theoretisch unseren Teil denken. Dann übrigens hier noch auf Ministerpräsidenten der Slowakei auch noch ein kleiner Anschlag. Also heute geht es wieder richtig ab, sag ich mal, so richtig brutal. So als hätte das Leben auf mein neues Handy gewartet, damit ich Videos machen kann.
Gott, ich bin ein bisschen makaber heute, aber man erträgt es ja sonst auch nicht. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob wir hier noch was haben dazu. Es würde mich wirklich interessieren. So, auch hier sehe ich jetzt erstmal nichts. So, okay. Haben wir jetzt hier nicht in Ordnung, müssen wir so hinnehmen, sag ich mal. Dann ist es so, haben wir nicht mehr. Deshalb bitte ich euch natürlich, deshalb mache ich das ja auch, dass wir hier ein bisschen in die Schwarmintelligenz gehen. Dass ihr schaut, wenn ihr da aus Magdeburg seid, ihr vielleicht mehr mitbekommt. Schreibt vielleicht einen Link in den Kommentarbereich bei mir. Vielleicht habt ihr ja irgendwo eine Magdeburger Zeitung, Magdeburger Volksstimme oder was auch immer, die vielleicht dazu mehr schreiben. Vielleicht wisst ihr auch mehr, vielleicht ist auch aus den sozialen Medien bekannt. Wer sind die Täter? Warum sind die überhaupt nicht in Haft, etc.? Sind das die üblichen Verdächtigen oder wer anders? All das könnt ihr mir in den Kommentarbereich schreiben, falls ihr aus Magdeburg kommt. Ich freue mich, ich kann euch auch nicht mehr sagen, aber ich möchte, dass es bewusst ist, dass solche Leute hier sind, da sind, und mit hier meine ich noch nicht mal, dass sie eingewandert sind. Es können ja auch immer normale deutsche Bösetäter sein oder hier aufgewachsen, ja, das kann ja auch noch sein. Aber ich will, dass ihr wisst und dass die anderen wissen, dass es sowas gibt und dass sich unser Land hässlichst verändert hat und dass das nicht gut ist und dass es sicherlich eine Möglichkeit wäre, mal eine andere Partei zu wählen als die bisherigen, die uns die ganze Suppe, ich sage nur 2015, eingebrockt haben. Ja, das ist so eine simple Botschaft, aber sie ist bei den meisten Menschen irgendwie immer noch nicht angekommen. Warum auch immer, im Augenblick denken die Leute scheinbar, die CDU wäre eine gute Opposition. Ohne mal drüber nachzudenken, wer denn 2015 gemacht hat. Ja, der Wähler scheint ein bisschen tump zu sein und sehr schnell zu vergessen. Das ist wohl menschlich. Ich mache trotzdem Videos und hoffe, dass es irgendwann besser wird. Und wenn nicht, dann ist es der Wählerwille, ne? Also wenn alle das gern haben wollen mit mehr Kalifat und so, ich kann es da ja nicht ändern. Da muss ich auch sagen, gut, herzlichen Glückwunsch. Ich bin dann ja irgendwann weg aus Deutschland. Dann tut es mir leid für die Aufgewachten. Aber der Rest will das dann scheinbar so. Des Menschen will es nicht mehr reichen, ne? Na gut. Okay, teilt das Video. Ich danke euch. Lasst bitte gleich ein Abo da und auf bald.